Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video und direkt zur Frage, ob du dich jemals gefragt hast, warum es nach einem guten Handelstag, vielleicht sogar einem Rekordtag, dazu kommt, dass du am folgenden Tag noch mehr verlierst. Oder warum du nach einer grünen Serie von Trades plötzlich deinen maximalen Verlust erreichst, dein Konto sprengst oder in eine Verlustserie gerätst. Nun, willkommen in der Welt der menschlichen Wesen. Als Menschen haben wir Grenzen. Das gehört einfach zu unserer Natur. Diese Grenzen können sowohl mentale als auch physische Grenzen sein. Kürzlich habe ich mit einem Trader darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ausgeruht und frisch in den Handelstag zu starten. Er erzählte mir von seiner vergangenen Woche und wie zufrieden er damit war, wie profitabel sie verlief und wie perfekt seine Ausführungen waren. Sein Erfolg kam nicht von einem magischen System oder einer Strategie, sondern er sagte, dass er einfach einige Tage fernab der Bildschirme verbracht hat. Als er zurückkam, war er stressfrei und vollkommen entspannt und deshalb konnte er gewissenhaft handeln. Die zusammenfassende Erkenntnis war, dass er durch weniger Handel jeden Handelstag mit einem viel größeren Gewinn abschließen konnte als gewöhnlich. Wenn wir das wieder auf unseren Titel beziehen, kann ich schlussfolgern, dass weniger tatsächlich mehr ist. Ein Trader benötigt Geduld, was bedeutet, auf seine Muster zu warten, anstatt ungeduldig auf die Auslöser zu drücken. Jedes Mal, wenn du einen Trade eingehst, solltest du volles Vertrauen haben. Die Erfolgsformel ist hier also Geduld und Erholung. Deshalb sage ich persönlich immer, seinen eigenen Weg zu gehen und nicht auf andere zu schauen oder sich an den Zielen anderer oder der Performance anderer zu messen. Denn das führt nur zu Leistungsdruck, Stress und dann macht man Fehler. Und das ist allgemein der Stress, seine Ziele als Trader nicht zu erreichen, kann sich irgendwann zu einem Punkt aufstauen, an dem du geistig und körperlich findest, dass dieser Karriereweg nicht nachhaltig ist. Wie kannst du verhindern, diesen Siedepunkt zu erreichen? Es ist eigentlich recht einfach. Deine Sorgfaltspflicht als Trader ist es, den Markt zu beobachten, nicht zu zocken, als wärst du in einem Casino. Sei ein Beobachter und warte auf deine Setups. Wenn du von einem geduldigen Verhalten abweichst, solltest du Zeit nehmen, um dich zu erholen. Ein Scharfschütze braucht ausgeruhte Augen, einen klaren Verstand, eine gute Umgebung und das Selbstvertrauen im richtigen Moment, den Abzug zu betätigen. Ins Leere zu schießen führt wahrscheinlich dazu, das Ziel zu verfehlen, also entwickle gute Verhaltensweisen. Sei geduldig, sei zuversichtlich, bleibe aufgeladen und der Erfolg wird kommen. Wenn dir das Ganze gefallen hat und du nach weiteren Einblicken in die Welt des erfolgreichen Tradings suchst, dann abonniere jetzt meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine zukünftigen Videos verpasst. Gemeinsam werden wir den Weg zum nachhaltigen Trading-Erfolg beschreiten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.